Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. In der letzten Folge haben wir ziemlich viel gequatscht und angefangen hier im Osten zu questen, in Todesschwinges Sturz, und wurden jetzt damit beauftragt, das Logbuch des Schmiedemeisters zu finden. Ich habe persönlich keine Ahnung, wo das ist. Wir schauen jetzt einfach mal auf die Karte. Okay, das ist scheinbar ein bisschen nordwestlich von uns, dann okay, das wird hier schon komplett angezeigt auf der Karte. Sehr gut. Hier oben scheint es sogar zu sein. Okay, das war einfacher als gedacht. Ein Eintrag berichtet von einem anstehenden Treffen in den oberen Silbermarschen. Der Schmiedemeister muss sich dort aufhalten. Alles klar, stell dich ein in den Silbermarschen. Ausgezeichnete Arbeit, Merrily. Wir wissen genau, wo der Treffpunkt ist. Die oberen Silbermarschen sind ein Quecksilbersumpf östlich von hier. Normalerweise hausen dort Elementare und gelegentlich auch Steintrocks. Aber unsere Späher haben in der Region Aktivität des Schattenhammers beobachtet. Macht euch auf den Weg dorthin und findet eine Möglichkeit, das Treffen des Schmiedemeisters zu belauschen. Das werden wir gerne machen, davor holen wir uns aber die Herzblüte. Die klingt nämlich sehr schön. Auf jeden Fall. Machen wir dich mal kaputt und dann nehmen wir uns hier mal die schöne, schöne Herzblüte. Die sogar noch orange ist, wunderbar. Das heißt, dafür gibt es einen Skillpunkt. Da freue ich mich auf jeden Fall. Sehr schön. Und dann geht's mal runter in die Silbermarschen. Da können wir mal gucken, ob wir hier unten dann bald mal aufdecken können. Ich gehe einfach davon aus, dass wir hier unten noch eine Quest bekommen werden. Beziehungsweise eine Quest, die uns dort unten hinschicken wird. Dementsprechend werde ich da jetzt erstmal nicht hinfliegen. Das sollten wir eigentlich auch so schaffen. Das ist der Ort. Unsere Späher haben die Anwesenheit von hochrangigen Offizieren des Schattenhammers bestätigt. Und gleichzeitig mögliche Trockjäger ausgemacht. Seid vorsichtig, Merrily. Alles klar. Untertauchen im Quecksilber. Die Trocks in Tiefenheim sind genauso feindselig wie die in Azeroth. Dennoch, ihre Anwesenheit könnte für unsere Bemühungen von Vorteil sein. Die Kisten, die sie benutzen, um in dem Quecksilber herumzufischen, können euch perfekt tarnen, wenn ihr in den Marschen auf Tauchstation geht. Benutzt sie, um das Lager des Schattenhammers am südlichen Ende der oberen Silbermarschen unentdeckt zu erreichen. Wir sollen in Quecksilber schwimmen? Seriously? Wo finden wir denn diese Kisten? Müssen wir mal gucken. Hier irgendwo müsste die auf jeden Fall sein. Ja, jetzt sehe ich erstmal keine Kiste. Werden die von denen hier gedroppt? Wir können ja mal spaßeshalber einen von denen töten. Oder da hinten könnte es sein, ich weiß es nicht. Okay, wir haben direkt mal noch eine neue Quest bekommen. Zwielichtige Forschungen. Das Buch, das ihr gefunden habt, scheint irgendeine Forschung zu beschreiben, die ein Mitglied des Schattenhammers durchgeführt hat. Es hat irgendwas mit Schlamm zu tun, aber es fehlen mehrere Seiten. Vielleicht könntet ihr zusätzliche Notizen finden, damit das Ganze einen Sinn ergibt. Findet ihr in den oberen Silbermarschen 4 Zwielichtforschungsnotizen über Quecksilberschlamm. Dafür müssen wir diesen Quecksilberschlamm hier töten. Das machen wir einfach mal ganz fix. Und da war gerade sogar einer mit so einer Kiste. Müssen wir mal gucken, ob wir so eine Kiste finden. Ich habe, wie gesagt, keinen blassen Schimmer, wo es die gibt. Wenn wir Glück haben, droppt dieser Quecksilberschlamm diese Notizen, die wir finden müssen, zu 100%. Das wäre sehr, sehr geil. Jetzt holen wir uns hier aber erstmal diese ganzen Skillpunkte, weil Orange und so, das lohnt sich ja definitiv. 492, Wahnsinn. Das geht echt gut voran. Und so wie es aussieht, droppen die hier keine mehr. Das ist ein bisschen komisch, weil den ersten haben wir ja im Prinzip von denen hier bekommen. Aber gut, ich mache mir da jetzt erstmal keine Gedanken drüber. Da hinten haben wir, glaube ich, noch eine Herzblüte. Die nehmen wir auch mal an uns. Er wird uns wohl angreifen. Ne, wir konnten noch gut flüchten. Alles klar. Ne, dich greifen wir nicht an. Ich hätte gerne diesen Schlamm hier hinten. Und da hinten haben wir wohl wieder eine Herzblüte. Ne, eine Aschenblüte. Okay. Gibt uns keinen Skillpunkt, aber gibt uns Geld. Das ist auch mal was. Na, die droppen die scheinbar doch nicht zu 100%. Schade. Werden wir wohl ein wenig farmen müssen. Dann würde ich sagen, kommst du mal ran. Dann können wir vielleicht dir eine Waffe auf den Kopf schmeißen. Und dich können wir anspotten und dann sollte es eigentlich klappen. So, alles klar.
Zwischendurch immer mal wieder heilen. Ich vergesse das. Ich vergesse das. So, sehr schön. Und zwei weitere Seiten bekommen. Wunderbar, dann fehlt uns nur noch eine. Ich denke, mit den beiden hier vorne sollte das dann auf jeden Fall klappen. So, komm mal ran, mein Freund. Und dann kommst du auch nochmal ran, mein Freund. Und unsere Merrily quiekt hier wieder rum. Wahnsinn. Oh, und wir machen brutalen Schaden gerade. 6000 DPS. Sehr schön. Und ein Level Up. Stufe 83. Wunderbar. Wunderbar. Anspornender Schrei erhalten. Okay. Können wir mal gucken, was wir damit machen können. Anspornender Schrei gewährt euch sowie allen Gruppen und Schlachtzugsmitgliedern im Umkreis von 30 Metern 10 Sekunden lang 20% der maximalen Gesundheit. Sobald der Effekt endet, geht die Gesundheit verloren. Nice. Beziehungsweise, da kann ich es gar nicht hinsetzen. Setzen wir es mal dahin. Alles klar. Alles klar, sehr schön. Und eine Folgequest. Ihr überfliegt die Notizen und versucht, sie in die richtige Reihenfolge zu bringen. Sehr schön. Die Notizen befassen sich mit den Forschungen. Die Notizen befassen sich mit den Forschungen, müsste es heißen, oder? Die Notizen befassen sich mit den Forschungen von Hochkultist Maziel über die elementare Zusammensetzung von Quecksilber. Seine Besessenheit von diesem Thema grenzt an Wahnsinn. Okay. Maziels Enthüllung. Die Notizen führen Maziels Forschungsgeschwafel über die Zusammensetzung von Quecksilber und Quecksilberschlamm fort. Offenbar hat er eine wichtige Entdeckung gemacht. Er erwähnt, dass sein Tagebuch in den unteren Silbermarschen gen Südwesten versteckt hat. Alles klar, dann ist hier wohl... Ah ja, okay, die Trockkiste ist da hinten. Dann werden wir uns jetzt erstmal hier um die Quest mit der Kiste kümmern. Dass wir das in dieser Folge auf jeden Fall noch schaffen. So, mal gucken, wo die ist. Ich sehe hier erstmal keine Kiste. Das sind Elite-Viecher, die werden wir nicht töten können. Haben wir die Kiste vielleicht schon im Inventar? Nein. Jetzt bin ich ja ein klein wenig überfragt. Wo soll denn diese Kiste sein, bitte? Ah, da hinten. Oder ist es eine Pflanze? Nee, das ist eine Herzblüte. Jetzt muss ich nochmal gucken. Verschafft euch eine Trockkiste und versteckt euch darunter. Freunde, ich check das nicht. Wo soll denn diese Kiste sein, bitte? Müssen wir dafür die Trocks hier töten? Ach nee, hier sind die Kisten. Alles klar. Würde ich sagen, kommt ihr mal alle mit, dann können wir hier noch so ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. So, wunderbar. Ah, die Kisten hier, die habe ich ja vollkommen übersehen. Und unsere Marilyn macht so extremen Schaden. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich bin wirklich stolz auf sie. Wunderbar. Sehr, sehr krass. 5000 DPS. Gar nicht mal übel. Können wir das vielleicht hier... Ah ja, da wollte uns scheinbar noch angreifen. Es kann übrigens sein, dass es ein wenig leckt. Ich lade nämlich gerade die League of Legends Folge von heute Abend hoch. Wobei dass sich das, glaube ich, inzwischen ein bisschen stabilisiert hat. Ich habe keine Ahnung. So, Trockkiss. Oh, da greift uns auch direkt einer an. Alles klar. Dann werden wir uns jetzt mal in diese Trockkiste begeben. Wie viel davon gibt's denn bitte? Jetzt kommt da hinten schon wieder einer. Eieieiei, wir kommen hier irgendwie gerade gar nicht zu gar nichts. Vor lauter Kämpfen. So, jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft. Endlich mal weg hier. Wahnsinn. Dahinter müssen wir, gell? Würde ich sagen, stellen wir uns mal an dieses Ufer. Verstecken uns in der... Oh, da haben wir noch eine... Ist das eine Herzblüte? Das ist eine Herzblüte. Die nehmen wir uns natürlich mal ran. Hoffentlich ohne Kampf. Sieht gut aus, alles klar. Dann können wir eigentlich hier schon in die Kiste steigen. So. So geht das, oder? Mal gucken, ob das so hinhaut. Ah ja, okay, sehr schön. Gibt's eine kleine Zwischensequenz? Dann schauen wir uns das mal an.
Ich halte dabei mal meinen Mund, das ist wahrscheinlich mit Audio. Schmiedemeister, ich höre, der Feind hat eure Operationen sabotiert. Wo ist das Fragment? Das Fragment ist jetzt in der Obhut des Drachen, Gnellfrau. Gut gemacht. Trefft mich im steinernen Kern, um weitere Befehle zu erhalten. Aber sicher, Gnädigste, sofort. Wenn ich fragen durfte, wie haben wir das Fragment zurückbekommen? Wie haben wir unseren Feind ohne sein Wissen unterwandert? Sagen wir haben einflussreiche Freunde, Schmiedemeister. Aha, okay. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt wäre ich da fast reingelangt. Wir haben natürlich keine Kiste mehr auf dem Kopf. Beziehungsweise, was heißt eigentlich natürlich? Warum steht er da drin, ohne dass ihm was passiert? Check ich nicht. Warum kann er da drin stehen und wir nicht? Achso, wir können auch hier stehen, alles klar. Komisch. Komische Quest. Und das auch im Quecksilber. Wir haben die benötigten Informationen. Wir sollten uns nicht verraten, indem wir dem Feind zu früh angreifen. Alles klar. Einmal Kettenschultern, Lederfüße und einen zweihändigen Stab. Brauchen wir alles nicht. Wir nehmen den Stab. Da gibt es extrem viel mehr Gold als die anderen Quest-Items. Die Zwielichtwarte. Der Drache, von dem Sie reden, ist Abyssion, Meridy. Es wird nicht einfach sein, das Fragment von ihm zu erhalten. Trefft euch erneut mit Mylra. Sie lenkt ihre Einsätze von der Zwielichtwarte hier in der Nähe aus. Sie wird euch sagen, was wir als nächstes tun werden. Alles klar, wo war denn die liebe Mylra? Die war da unten. Okay, da werden wir jetzt tatsächlich hingeschickt. Jetzt werden wir uns aber hier erstmal das Tagebuch holen. Geht zu den unteren und findet Masiels Tagebuch. Kann das sein, dass es in der Höhle drin ist? Es könnte sein, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, hier hinten irgendwo soll es auf jeden Fall sein. Bin ich mal gespannt. Seht ihr hier irgendwas aufblitzen? Nee. Da hinten vielleicht? Da ist ein Tagebuch, alles klar. Masiels Tagebuch scheint vom Quecksilber nicht beschädigt worden zu sein. Sehr gut. Masiels Aufstieg. Masiels Tagebuch enthält Aufzeichnungen über ein Aufstiegsritual, das seinen Körper in pures Quecksilber verwandeln würde. Das Ritual soll in einer Höhle in der Nähe der unteren Silbermarschen stattfinden, wo Masiel sich vom Quecksilberschlamm ernähren will, bis er die volle Stärke erreicht hat. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, seinem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Alles klar, wir müssen in diese Höhle rein, das machen wir auch direkt mal. Mal gucken, ob wir da fix durchkommen, ich habe keinen blassen Schimmer. Fliegen werden wir hier drin wahrscheinlich nicht können, nee. Aber Feinde scheint es hier jetzt erstmal auch nicht zu geben. Ich denke, wir werden wieder hier oben irgendwo hin müssen. Über den rechten Gang. Denke ich jetzt einfach mal. Also hier oben quasi. Na gut, wie gesagt, es sind keine Feinde hier. Das dürften wir in der Folge auf jeden Fall noch schaffen. Ich werde jetzt gleich mal anfangen, die gestrige Folge zu rendern. Ah ja, tatsächlich, da oben ist er. Müssen wir mal gucken, ob wir das alleine schaffen. Ich gehe einfach mal stark davon aus, weil unsere Marilee ist stark. Sie macht richtig guten Schaden. Sollte eigentlich passen. Okay, hier fangen die Gegner an. Machen wir den erstmal kaputt. Und wir machen echt Wahnsinnsschaden. Sehr, sehr nice. Wunderbar, 5000 DPS. So, dann holen wir uns mal Masiel. Wo ist denn der? Ist der hier? Ja, ich glaube, hier ist er. Beziehungsweise hier sollte... Ach nee, der ist unten. Okay, wir sind viel... Boah, wir sind ends umsonst gelaufen. Er ist unten, alles klar. Dann springen wir nochmal runter. Und greifen ihn an. Hätte vielleicht mal ein bisschen rumschauen sollen. Jetzt sind wir umsonst da hochgelaufen. Aber der hat nicht viel Leben. Der hat wirklich nicht viel Leben. Quecksilberregen, okay. Das dürfte wehtun. Nee, Masiel ist tot. Alles klar, sehr gut. Schauen wir uns auf jeden Fall die Quest noch an. Können wir hier irgendwas abbauen? Nee. Ihr habt einen Feind vernichtet, bevor er zu mächtig werden konnte. Durch Masiels Tod habt ihr auch dafür gesorgt, dass seine Kräfte nicht gegen den irdenen Ring
verwendet werden können. Wo müssen wir denn lang? Lederbrust, Platten, Füße. Die sind schlechter als unsere. Genau, da haben wir ja diese Stiefel per Post bekommen. Die richtig, richtig starken mit den extremen Werten. Sehr nice. Und eine Distanzwaffe brauchen wir alles nicht. Nehmen wir die trotzdem mal. Die gibt uns am meisten Gold. Dann scheinen wir hier erstmal fertig zu sein. Und da ist dann der Ausgang. Alles klar. Ich würde sagen, hier sind keine Feinde. Wir können uns hier ohne Probleme ausloggen. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch und würde sagen, wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Tschüssi!